Hi! GamerU meldet sich zurück mit entscheidenden Informationen zu Neverwinter. In Neverwinter gibt es eine Menge verschiedener Klassen, welche ziemlich überwältigend sein können. Aber keine Sorge, GamerU ist hier, um sie durch das Wesentliche zu führen. In Neverwinter gibt es 4 Rollen: Verteidiger, Anführer, Kommandanten und Schläger. Verteidiger nehmen Schaden an und beschützen die Gruppe. Anführer heilen und trainieren auf dem Schlachtfeld. Kommandanten leiten Kämpfe mit Absperrfähigkeiten und Schläger verursachen mobilen Schaden. Jede Klasse, abhängig von der Spezialisierung, mit welcher wir uns noch ausführlicher im nächsten Video beschäftigen werden, ist fähig, 2 dieser Rollen zu erfüllen. Außerdem haben wir auch noch die folgenden interessanten Infos. Als erstes haben wir den Trickster Rogue. Diese kleinen Teufel eignen sich als Kommandanten oder Schläger. Sie können außerdem als unangeschränkte Kämpfer oder heimliche Opportunisten eingesetzt werden. Aber Vorsicht! Obwohl sie mobil und ausweichend sind, besitzen sie nicht viel, das sie beschützen kann, welches ein Problem für Melee-Kämpfer ist. Die primäre Fähigkeit des Tricksters ist Geschicklichkeit, gefolgt von Stärke und Charisma. Mein persönlicher Favorit, zu dem wir als nächstes kommen, ist der Control Wizard. Dieser kommandiert und schlägt, abhängig von seiner Spezialisierung, und besitzt eine besondere Bewegungsfähigkeit. Lassen Sie es jedoch nicht zu, dass die Trottel Ihnen zu nahe kommen. Sie tragen nicht mehr als ein Hemd und können großen Schaden einstecken, wenn sie ihrer primären Fähigkeit, der Klugheit und weiterer Fähigkeiten wie der Weisheit und Charisma keine Beachtung schenken. Dem Control Wizard ähnelnd ist der Hunter Ranger, welcher schlägt und kommandiert. Diese Typen können zwischen Ranged und Melee-Kämpfen mit dem Drücken eines Knopfes wechseln und haben Zugang zu einigen großartigen Zaubersprüchen. Ihre Bewegungsmechanik ist ein wenig effizienter als die einiger anderer Klassen. Primär Geschicklichkeit, weitere Weisheit und Stärke. Entgegen der verbreiteten Ansicht ist die nächste Klasse, welche Scourge Warlock genannt wird, nicht etwa benannt nach Charles Dickens Scrooge, denn das wäre verrückt. Sie werden wahrscheinlich wie viele andere enttäuscht sein. Diese Typen können je nach ihrem Playstyle führen oder schlagen. Entgegen dem Wizard, der ein Hemd trägt und Probleme in Melee hat, kann der Warlock in seiner dunklen Lederrüstung Gegner von nah oder fern attackieren. Neuzugang auf der Liste ist der Oathbound Paladin. Normalerweise können diese Kerle entweder verteidigen oder führen und sind bis unter die Zähne mit schwerer Rüstung bewaffnet. Mit dem Pally können sie Auras und Shields verwenden, um ihre Gruppe im Kampf zu halten, während sie einiges an Schaden annehmen. Primäre Fähigkeit ist Verfassung. Zu weiteren Fähigkeiten gehören die Weisheit und Charisma. Wenn Sie nach schwerer Melee-DPS suchen, sollten Sie sich den Great Weapon Fighter genauer anschauen. Mit seiner skalierten Rüstung kann er eine große Menge an Schaden entgegennehmen, aber auch große Mengen an DPS mit seinen gigantischen Waffen austeilen. Sie können diese Typen finden, während sie Zugänge in Boss-Encounters leiten oder ihnen PvP über den Weg laufen. Great Weapon Fighters können entweder schlagen oder verteidigen und sind von Stärke abhängig, gefolgt von Verfassung und Geschicklichkeit. Zu guter Letzt haben wir den Guardian Fighter. Diese Typen können entweder verteidigen oder kommandieren, abhängig von ihrer Spezialisierung. Mit einem Shield oder Heavy Armor können diese Kerle ihre eigenen halten und die Gruppen in den meisten Begegnungen beschützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie dran bei GamerU.